Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Wir sind immer noch auf dem Weg, um Thorahime, ihre Verbündeten, wieder zu beschaffen und kaufen mal schnell ein hier. So, nein, ich möchte kein... Oh, ich hätte mir so eine tolle Laterne mitnehmen müssen, oder? Aus der Laternenfabrik. Ah, da hat man mal nicht dran gedacht. Da ist man immer so hinein und vergisst man die wichtigsten Sachen. Unglaublich. Gut, was kaufen wir? Wir kaufen ein bisschen Kaki-Frucht. Ja, großartig. Amasake, Kaki-Frucht, Pillen. Ein paar Pillen, ja, die sind zwar, haben zwar keine Sättigung, aber sind ein bisschen teuer. Ich kaufe Rettich. Ja, damit wir noch ein bisschen kochen können. Das reicht auch schon eigentlich. Ich könnte noch... Ja, komm, machen wir es voll. Dann haben wir zumindest ein bisschen ausgesorgt erstmal. Kochen, was können wir denn Tolles kochen? Wir können Kochrettich kochen, ja. Das mache ich jetzt auch, weil ich es kann. Also... Nee, das ist, ich kann, was? Ach so, das ist wieder so ein Gericht, was man direkt isst. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, das war dumm. So, da haben wir die Träger, aber die tragen mich nicht dahin, wo ich hin möchte, deswegen lasse ich sie jetzt einfach da stehen. Die werden wahrscheinlich eh Probleme mit Kundschaft bekommen hier, weil hier nicht so viele Leute vorbeikommen. Genau wegen diesen Leuten hier, die versauen ihnen das Geschäft, deswegen kümmere ich mich jetzt um die. Nein, die haben mich einfach nur doof angeguckt, deswegen brauche ich die jetzt. So, fertig. Rumbura-Stein. Ja, Schleifsteine kann man immer mal gebrauchen. Der Typ hat da aber keine zu verkaufen, oder? Ich könnte auch einfach ein paar Steine hier vom Boden nehmen. Die tun es auch. Eventuell. So, gleich sind wir in Ovari. Und ich hoffe, der Weg ist nicht mehr allzu lang. Ja, meine Füße tun weh. Nein, Kizuke ist natürlich kein Weichei, aber ich hasse diese extrem langen Wege teilweise. Ovari, ist das nicht diese Stadt? Oder ist das wieder dieses Wäldchen? Das ist das Wäldchen und es regnet mal wieder. Oh nein, wir werden nass. Wie grauenvoll. Nein. Ich bin ja nicht diese Schickimicki-Prinzessin Momohime, die sich darüber Gedanken macht. Nein, Momohime hat auch eine Charakterwandlung vollzogen. Sonst rede ich schon wieder die ganze Zeit über Momohime. So, Wechselschnitt. Zack. Und Wind. Ja. Ist doch schön. Ihr seht übrigens, dass ich immer noch den Wind habe. Das Schwert selber ist gar nicht so stark. Aber das Special ist einfach so toll, dass ich es einfach nicht wegschmeißen möchte. Damit kann man super die Gegner crowd-controllen, also sie in Schach halten. Und auch wirklich viele Gegner gleichzeitig treffen, ohne dass sie was tun können. Und das ist schon etwas, was toll ist. So, mal sehen, ob sie was Neues zu erzählen hat. Oh ja, sie erzählt uns immer noch... Sie ist immer noch am Rumweinen, dass sie tot ist und... Ja gut, es ist schon ein Grund rumzuweinen, aber kann sie sich nicht mal was Neues einfallen lassen? Wahrscheinlich hat sie auch eine Amnesie und vergisst, dass wir immer wieder vorbeikommen, um ihren Rat zu fragen. Ja, um ihren Rat wohl eher nicht, aber ach, vergesst es einfach. Gut. Nein, diese alten Herren können doch bitte mal eine Runde Bridge spielen oder sonst was. Aber doch, ehrlich gesagt, ist sie ziemlich schwach mittlerweile. Oder ich bin einfach zu stark. Das liegt wohl an dem großen Schwert, was ich da habe. Eventuell. Wahrscheinlich sind es aber auch einfach meine gesteigerten Ninja-Skills. So. Okay. Gucken wir mal gerade nach Mino. Ja. Es ist doch ein etwas längerer Weg und ich mag es gerade schon nicht. Ich kann mich auch nirgendwo hier unterstellen. Unglaublich. Ja. Ich hätte mir von diesen Regenschirm-Typis so einen Schirm ausleihen müssen. Was heißt ausleihen? Mir einfach einen borgen, in Anführungsstrichen. Und jetzt, wo es regnet, sind sie natürlich nicht da. Nein. Da haben sie die Regenschirme zu Hause gelassen, wahrscheinlich. Nun gut. Alles klar. Da ist Mino. Nochmal schön die Wasserfallkulisse hier. Können nochmal kurz ein bisschen entspannen und das ein bisschen genießen. So. Ja, das muss auch mal sein. Diese großartigen Kulissen müssen öfters mal bewundert werden. Auch wenn sie sich ab und zu mal wiederholen, aber das ist egal, weil sie einfach awesome sind. Ja. Mino. Gut. Es sieht so aus, als ob wir uns in eisige Gefilde wagen. Ja, das sieht stark danach aus. Hier waren wir schon mal, aber wir waren noch nicht in Hida. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, mit Momohime waren wir schon in Hida. Ja, ich glaube schon. Ja, das ist auch so eine Sache. Man... Oh, was haben wir hier? Oh, Onis, ja. Onis sind so harmlos. Die können einfach überhaupt nichts. Von daher ist das alles immer recht schnell geregelt. So. Oh, Levelaufstieg. Perfekt. Dann kann ich ja fast schon... Ist er tot? Ich sehe es nicht. Ja. Ich glaube, wir sind tot. Dann kann ich ja fast schon die neuen Schwerter ausrüsten. Ich gucke gerade mal... Also, was brauchen wir denn nicht mehr? Mondschein... Ah, ich werde den Wind mal wegpacken, glaube ich. Es ist ja nicht immer weg. Ja, Trippelflamme, wunderbar. Die werde ich gleich testen, wenn die nächsten Gegner auftauchen.
Das ist, glaube ich, sowas Ähnliches wie der Mondschein. Bin mir aber in der Hinsicht auch nicht sicher. Aber ihr seht, dass es wirklich extrem viele von diesen Secret Arts gibt. So, da ist was. Yum. Ah, die kann ich gleich kochen. Da oben sind noch ein paar Seelen versteckt. Die nehme ich natürlich mit. Ich lasse hier nichts liegen. Auch nicht Seelen, deren Verfallsdatum schon längst abgelaufen ist. Ich nehme alles mit. Alles, was ich finden kann. Wie gesagt, Hisuke lebt von der Hand in den Mund. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. So, Ninjas. Ja. Ich könnte euch zum Ausgleich so ein Kuchenrezept von mir geben. Das ist zwar nicht ganz so toll wie das Keksrezept, aber eventuell steht das ein bisschen euren Hunger, so nach Süßigkeiten. Das Keksrezept ist einfach... Nein, das kann ich euch nicht geben. Außerdem muss ich es selber erstmal finden. Okay. So, hier ist irgendwo noch ein verstecktes Item. So, wo haben wir es? Da ist es. Sehr gut am Leuchten. Likör. Jetzt werde ich schon wieder in den Alkoholkonsum getrieben. Egal, wo man hingeht, überall passiert es. Das ist schlimm in der heutigen Welt, oder? Unglaublich. Okay, bevor ich die Barriere zerstöre, werde ich mal kurz meine Objekt-Schnelltastenleiste mal ein bisschen aufpeppen mit meinem Zeug, was ich denn hier noch habe. Okay, also, wir haben Kaki-Frucht. Die werde ich gleich auswechseln gegen Kräuterheilung. Die brauche ich einfach nicht. Doboroku-Sacke habe ich noch ein bisschen. Trankopfer-Sacke, Süßkartoffel. Ich weiß nicht, ob das ganze Zeug hier ist schwächer eigentlich. Den Io-Stein, da haben wir hier keinen mehr. Nehmen wir einen Omura-Stein. Einen Schleifstein zu haben, ist nie verkehrt. Weg mit der Barriere. Oh Mann. Jetzt wird es wieder kalt, oder? Ich habe das Gefühl... Ja, es wird kalt. Es wird schneeig. Ja, schneeig. Oh, der Weg wird lang. Ich weiß, glaube ich, wo wir hin müssen. Aber da liegt viel Zeug auf dem Weg, was wir einsammeln können. Ja, Kisuke hat natürlich auch nicht das richtige Outfit hier. Und das sind... Ein Wildschwein! So, Moment. Das ist perfekt, um die Trippelflamme auszuprobieren. Aber das ist nur bei mehreren Gegnern, glaube ich, toll. Wir kicken es noch ein bisschen durch die Luft, ja. Ein bisschen Training kann nie schaden. Oh, ich finde das so lustig. Das kann man, wenn man es drauf hat, ewig so machen. Großartig, so wie beim Fußball, ne? Ball hochhalten. Das kann man hier auch machen. So, jetzt muss man hier ein bisschen drauf achten, dass ich hier diese versteckten Items nicht vergesse. Hier haben wir was. Kaki-Frucht. Oh, habe ich nicht neu gekauft. Eisfeen, ja. Hier auch mal wieder. Übrigens sehe ich gerade, dass sie sehr gut bestückt sind irgendwie. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, nein, ich habe da nicht zuerst hingeguckt. Ich bitte euch, was ihr wieder denkt. Nur das fiel mir gerade so auf irgendwie. Wenn man da so mal ein bisschen... Ne? Ja. Ach, vergesst es einfach. Nein. Ist okay. Blaue Barriere. Das können wir noch nicht kaputt machen. Nein. Okay. Dann gehen wir einfach weiter. Hier ist, da ein Feuer? Nee. Ah, ein Affe, der uns zu einer Wellness-Oase führt. Das Angebot nehmen wir natürlich an. Und mal gucken, wer gewonnen hat von den zwei Affen da hinten. Im Moment, es ist spannend. Ich kann im Moment noch nicht sagen, wer jetzt vorne liegt. Ich würde mal behaupten, weil der linke Affe ein bisschen weiter oben sitzt, dass er gerade so ein bisschen in der Vormachtstation ist. Kann es aber nicht genau sagen. Vielleicht sehen wir nächstes Mal mehr. So, entspannt und ausgeruht, auch wenn der Masseur heute nicht da war, gehe ich jetzt zurück. Und ja, die Seelenkraft eines Schwertes ist wiederhergestellt. Ja, dabei war sie nie weg. Ich vertraue meinem Schwert voll und ganz. Gut. Okay, so, weitere Stäbchen. Jetzt kann ich es irgendwie nicht mehr anziehen. Irgendwie. Das ist unglaublich. Ja, aber sie sind mir trotzdem nicht freundlich gesonnen. Von daher anbandeln kann ich mit denen sowieso nicht. Aua, aua, aua. Jetzt geht gleich mein Schwert kaputt. Ja, schnell wechseln. Mondschein. Ich könnte hier durchaus mal ein bisschen mehr Specials benutzen. Wäre eventuell ratsam. So, hier muss noch irgendwo ein verstecktes Item sein. Und ein paar Seelen. Ich muss Seelen immer einsammeln. Ich darf sie nicht liegen lassen. Man weiß ja nie, was man noch für tolle Schwerter bauen kann. So, wo ist es? Ich sehe es wahrscheinlich wieder nicht. Weil es auch gerade wieder so ein starkes Schneegestöber ist. Da ist es. Das ist eine Kaki-Frucht. Die hier mitten im Winter rumliegen. Natürlich tun sie das. Okay, hier speichern wir nochmal schnell. Aber Speicherpunkte, muss man sagen, sind wirklich nicht rar gesät in dem Spiel. Da kann man sich echt nicht beschweren. Shimano, da müssen wir hin. Das ist es nämlich. Wunderbar. So, wo ist das versteckte Item? So, wir haben es nochmal. Oh, ja. Jetzt hat es gerade wieder aufgehört zu schneien. Irgendwie kommen die... Die sind immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Kann das sein? So, Trippelflamme. Omura-Stein, wunderbar. Davon kann man nie genug bekommen. Okay, Levelaufstieg, wunderbar. Jetzt kann ich gleich mal gucken. Na, hier ist kein verstecktes Item. Ich will jetzt einfach über den Boden laufen und die ganze Zeit A drücken, dann finde ich es schon.
Irgendwie. Da ist es. Also, Bronzespiegel. Ach, die brauche ich nicht. Ich habe noch nie einen Bronzespiegel benutzt. Was nochmal? Oh, nee, was macht ihr hier? Die Hölle ist doch eigentlich ein recht warmer Ort. Vielleicht Urlaub. Das ist so wie bei uns Menschen. Wenn wir ins Warme fahren, dann kommen die Onis hier im Winter und entspannen sich dann bei der Kälte. Ich meine, in der Hölle ist es, glaube ich, auch ein bisschen warm, oder? Wenn man da sich auf Dauer die Zeit verbringt, dann könnte das eventuell auf den Magen schlagen oder aufs Gemüt. Lassen wir ihnen ihren Spaß. Weil ich bin nicht ihr Animateur. Das muss jemand anders übernehmen. Vielleicht Jinkoro. Der macht das bestimmt gerne. Okay. Oh Mann, das tut mir ja in der Seele weh, diese Frauen einfach so zu verprügeln. Aber was soll's. Sie sind ja aggressiv gegenüber mir, nicht ich gegenüber ihnen. Sie haben angefangen mit ihren Eiszapfen. Ja. Das, was ist übrigens auch wieder sehr pussyhaft ist. Na gut, das passt aber auch. So, ja. Hier sind noch ein paar Seelen. Und hier ist das versteckte Item. Dann hätten wir das Geokenji-Stein. Das ist, glaube ich, noch ein verbesserter Stein. Und ich gehe unten her. Ja. Ist eigentlich egal, wo ich hergehe. So, Karte weg. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So. So. Geht hier vor. Und jetzt gibt es gleich noch einen Mondschein hinterher. Dann hätten wir das auch geklärt. Ja, ich habe schon sehr viele Methoden probiert, mich anders mit denen zu einigen. Aber es hilft einfach nichts. Von daher muss ich einfach immer mit den harten Sachen kommen. Gut. Und es gibt auch mittlerweile sehr gut Erfahrung. Das ist wichtig. Salbeipille. Beruhigungspillen. Eventuell ein Versuch wert. Ja. Gut. Hier geht's zum letzten Raum. Oh, da habe ich Seelen vergessen, oder? Nein. Nein, egal. Ich möchte nicht nochmal gegen die Nils kämpfen. Das verbraucht wieder nur Zeit. Da ist es. Kohl. Helmut. Oh Gott. Bitte. Okay, kochen. Süßkartoffeln. Ja, da könnte ich noch ein paar von kochen. Man kann nie genug davon haben. Und Yams kann ich gleich auch noch kochen. Das sollte ich durchaus tun. Okay, davon haben wir jetzt genug. So, Sushi? Ah, das ist kurzzeitig. Ein Gericht, was mehr Geld einbringt. Ja, wenn wir das essen, dann haben wir eine spezielle Drüse, die bei den Gegnern mehr Geld erzeugt, wenn wir sie treffen. Dann weiß ich, wie das passiert. Kochrettich? Nee, dann können wir nichts kochen. Wir haben keine Yams mehr. Yam, yam, yam. Also, ab nach Shimano. Gut, ich glaube, das ist doch da, wo wir hinwollen. Genau, da unten sehe ich doch schon die kreuzenden Schwerter. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und, ja, oh, ich wusste, dass es Kröten sind. Dann kann ich mal wieder ein bisschen Krötenöl abstauben für meine Hautprobleme, die Kisuke zurzeit hat. Ja, das hilft auch dagegen. Nein, Krötenöl ist unnötig. Ich brauche es nicht irgendwie. Ich habe es bisher noch nie gebraucht. Trippelflamme. Trippelflamme, Trippelflamme und nochmal Trippelflamme. Ja, das hilft sehr gut gegen die. Und jetzt habe ich ein bisschen zu viel Energie gebraucht. Aber ihr seht, dass diese Frösche hier schon ein bisschen mehr aushalten als die anderen. Weil das hier genmanipulierte Frösche sind. Ja, da wird wohl irgendwo eine Chemiefabrik in der Nähe sein. Nein, das weiß ich. Die sind einfach die Urahnen oder die Vorfahren von den anderen Kröten. Oder sie haben einfach trainiert, während ich weg war. Ja, das wird der Grund gewesen sein. Im Kröten-Dojo. Oder so. Was weiß ich. Okay. Da haben wir das versteckte Item. Natürlich Krötenöl, ich wusste es. Wie kann das hier nur auftauchen? So, die Seelen nehmen natürlich mit. Und was ich natürlich noch gucken wollte, was ich in diesem Part wahrscheinlich aber nicht mehr schaffe, das sieht nicht so aus, dann muss das wohl im nächsten Part passieren. Gut, Leute. Ich mache hier erstmal einen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und mal schauen, was wir hier noch Interessantes finden und was da bei diesen kreuzenden Schwertern auf uns wartet. Also, bis zum nächsten Mal.